Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 22 MyTeam-Karriere mit dem FC Hafen City. Wir sind mittlerweile im Februar angekommen, haben also die Wintertransferphase bereits hinter uns gelassen und wollen jetzt mit diesem Team oder vielmehr diesem Team hier weiter die Erfolgsspur reiten, denn zuletzt lief es eigentlich ganz gut. Klar, eine Niederlage gegen die Würzburger Kickers und ein 3-3 gegen Türkgücü, aber davor zwei Siege, das war ganz okay. Und durchaus hatten wir schon richtig gute Phasen in der Saison und daran wollen wir anknüpfen. Wir werden wahrscheinlich in der dritten Liga verweilen in dieser Saison, weil nach oben ist der Weg schon noch, es ist nicht so mega viel, aber 9 Punkte sind halt doch ein Stück auf den drittplatzierten 1860 München. Heute im Februar passiert grundsätzlich eher weniger. Wir wollen aber mal gucken, ob wir vielleicht noch einen Spieler per Vorvertrag holen für die nächste Saison. Spielen wollen wir heute selber das Derby gegen Braunschweig, unseren Rivalen, als auch gegen unseren aktuellen direkten Tabellennachbarn Meppen. Schnell simulieren werden wir gegen Viktoria Köln und in die lange Simulation gehen wir gegen auch Viktoria Berlin. Viktoria Köln, die sind ganz weit oben in der Liga. Da sehe ich aktuell wenig Chancen für uns. Die Scouts sind noch unterwegs. Zu einem Jugendspieler gab es einen Kommentar unter der letzten Folge. Und zwar, dass ich doch den Maxim Stein vielleicht hochziehen sollte. Der sieht nämlich ziemlich gut aus, das stimmt. Mit seiner 58 ist er durchaus einer unserer besten Spieler hier. Potenzial ist jetzt nicht so mega da, aber er könnte durchaus uns weiterhelfen. Er ist halt, auf der Stürmerposition zu Hause. Und da haben wir halt bereits drei Spieler für zwei Positionen, weshalb ich nicht weiß, ob er auf seine Spielzeit kommt. Andererseits, sein Potenzial kaputt machen würde er auch nicht. Wir können ihn natürlich zum Flügel versuchen, nochmal umzutrainieren. Vielleicht kam er sogar auch vom Flügel, das weiß ich gar nicht. Er hat halt 70 Tempo, das ist nicht wenig, aber das dauert 27 Wochen. Wir sitzen hier mit direktem Flügel aus, das dauert 8 Wochen. Wir könnten es machen, aber ich weiß halt nicht, ob er uns wirklich direkt weiterhilft. Aktuell spielt er auf dem Flügel Green, der macht ja auch einen sehr guten Job, aber besser als Green wäre er ja schon von den Stats. Weshalb, ganz ehrlich, wir haben nichts zu verlieren. Wir werden Maxim Stein, so heißt er glaube ich, hochziehen und dann mal auf dem Flügel einsetzen. Vielleicht wird das ja was, vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, dann ist es jetzt kein großer Verlust, weil er hat kein Mega-Potenzial fürs kaputt machen oder etwas dergleichen, sondern ist einfach ein Spieler, der, wenn dann sein Potenzial, nur steigern kann, wenn er bei uns regelmäßig spielt. Mal gucken, ob das was wird. Die Nummer 17 nimmt er sich, das passt ja ganz gut. Ob ich ihn jetzt direkt versuche umzutrainieren, weiß ich nicht. Ich denke, er wird halt ein Ausrufezeichen bekommen, wenn er jetzt hier auf dem Flügel spielt. Aber wir können ihm auf jeden Fall mal einen Trainingsplan geben. Am besten irgendwas, was ja ihn wirklich für uns spielerisch besser macht, weil das ist aktuell das Wichtigste und da ist eigentlich schwacher Fuß fast das Beste. Deshalb geben wir ihm mal hier diesen Entwicklungsplan. Unter den Kommentaren gab es auch weitere Vorschläge. Zum einen Kolke und Bachmann, zwei Torhüter. Und dann hatten wir auf jeden Fall noch einen Kommentar, wo vorgeschlagen wurde, dass ich Watanabe hole von Tokio. Das Problem ist nur, es gibt zwei Watanabes von Tokio. Deshalb habe ich jetzt mal beide gescoutet. Mal gucken, ob irgendeiner von denen wirklich interessant für uns ist. Und wir scouten aktuell auch noch hier Spieler, die vielleicht per Vorvertrag kommen können. Da haben wir auch einige noch hier am Scouten. Das könnte nämlich, wie gesagt, auch sehr interessant werden, dass wir dort vielleicht irgendeinen holen können. Müssen wir mal gucken. Ja, okay, Kolke ist aktuell nichts für uns und Bachmann ist gerade erst gewechselt. Bachmann, das ist doch der bei Watford, glaube ich, eigentlich spielt. Mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendeinen noch per Vorvertrag holen. Wir warten jetzt erstmal die Scouts ab. Willi wäre natürlich der absolute Knüller, aber das wird eher schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld wir noch haben. Ja, nicht wirklich viel, aber für einen Vorvertrag sollte es reichen. Jetzt geht es erstmal nach vorne in Richtung Schnellsimulation gegen Viktoria Köln. Zum einen meldet sich jetzt der Stein. Du hast mich beeindruckt, jawohl. Und dann haben wir Hahnheide, da haben wir ein Angebot. Ja, gehen wir mal rein. Also verkaufen würde ich ihn gerne. 30, 53 ist jetzt nicht gerade ein Spieler, den wir unbedingt brauchen. Sie bieten uns genau Marktwert zum Beginn. Wir sind mal frech und fordern seine Freigabesumme. Da kommt jetzt erstmal nichts wieder. Ganz ehrlich, 130.000 und nehmt ihn mit.
Wir wollten diesen Deal unbedingt abschließen, aber die überall, ja, perfekt. Ja, nice. Also, ist schon lustig, wie ich finde, dass einfach so 20.000, die komplett wieder das unmöglich für die macht, das zu bezahlen. Aber okay, so ist es nun mal. Bei uns sind 20.000 auch, ja, fast schon viel Geld. Da muss halt jeder Verein auf jeden Cent wirklich achten. Jetzt also Schnellsimulation gegen Viktoria Köln. Ich habe Maxim Stein zumindest mal in den Kader gestellt. Er sieht ja auch wirklich ganz brauchbar aus. Und unser aktueller Superstar Weise ist jetzt nicht viel besser als er. Also Stein könnte auch schon echt interessant werden. Vor allem, ja, wenn er jetzt auf dem Flügel ganz gut agiert. Heute erstmal nur auf der Bank. Vielleicht kommt er ja rein gegen den Viertplatzierten, den Fünftplatzierten der Liga. Gibt es erstmal eine Heimniederlage. 1-2 verlieren wir. Bergmann trifft für uns. Palacios und Marseille treffen aber auch. Oder Marseiller. Keine Ahnung, ob das ein Franzose oder ein Deutscher ist. Ihr werdet es aber bestimmt wissen. Ja, kam zufällig der Maxim Stein rein. Sieht nicht danach aus, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Denn der Junge wird schon seine Einsatzzeiten bekommen und vielleicht im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Aber jetzt haben wir erstmal Scouting-Berichte von den Spielern, die wir per Vorvertrag holen können. Und das ist schon interessant, sage ich jetzt mal für uns. Hier könnte ich vielleicht nachher auch nochmal ein paar neue scouten, aber wir gucken uns jetzt erstmal die an. Und da haben wir einmal Sonnenberg, auch nicht so richtig interessant. Kaya Dio schon eher, weil er erst 23 ist. Dann haben wir Granatowski, der wäre natürlich ein absoluter Stammspieler bei uns. Winkler wäre auch einer für Startelf, ebenso wie Al-Hazaimi. Oh, nice. Ja, also da sind schon ein paar interessante bereits dabei. Der Mann hier wäre bis jetzt mein Favorit, einfach weil er noch entwicklungsfähig durchaus ist und ja, hinter zum aktuellen Rechtsverteidiger Schwarz nicht weit dahinter wäre und ihn sicherlich sehr schnell ja, ersetzen könnte. Ich gucke jetzt mal noch, ob es hier noch neue gibt, ansonsten springen wir gleich rein gegen Eintracht Braunschweig ins Derby. Einen weiteren Spieler habe ich in der Tat noch gefunden, Christopher Theisen heißt der, den habe ich mal gescoutet, spielt bei Viktoria Berlin, also vielleicht, ja, spielen wir gegen den nachher noch. Jetzt geht es aber erstmal rein im Union Park gegen Union Berlin. Nein, gegen Eintracht Braunschweig. Keine Ahnung, warum es Union Park hier heißt. Ja, auf jeden Fall ist es unser Rivale. Und das heißt natürlich, dass wir hier heute gewinnen müssen. Dazu sind wir die treffsicherste Mannschaft der Liga. Also vorne läuft es, hinten halt noch nicht so richtig. Das wissen wir, deshalb wollen wir uns ja vor allem in der Defensive verbessern. Schwarz und ja, der Mann, der neben ihm steht, Weise, die machen da einen ganz guten Job. Weise ja erst seit so kurzer Zeit hier und schon absoluter Stammspieler. Und mal gucken, ob Maxim Stein vielleicht, der heute auf der Bank erstmal sitzt, eines Tages auch so einen rasanten Aufschwung hinlegen kann wie Ludwig Weise. Das werden wir sehen, vielleicht ja auch heute schon den ersten Einsatz vom 17-Jährigen. Mal gucken, er ist wie gesagt auf der Bank und ja, Green, der ist gerne mal zum Ende einer Partie durch. Und dann könnte Maxim Stein hier heute seine ersten Minuten bekommen. Das hier sind die Gastgeber Eintracht Braunschweig, die ja aktuell auf dem 15. Tabellenplatz sogar noch unter uns, glaube ich, stehen dadurch. Ja, also durchaus schlagbar. Einige bekannte Gesichter dabei, Fesic natürlich im Tor. Ansonsten Mai, Ihorst, Otto oder auch Girt sollte man schon mal gehört haben, vor allem als Holstein-Kiel-Fan. Und dann haben wir hier den FC Hafen City mit Reckert im Tor, der ja nicht unumstritten ist. Schwarz, Schäfer, Grüne, Fischer, Ndiaye, Bergmann der Kapitän, Green, Valakarien vorne, das Duo Schwarz und Weise. Ndiaye, der erste Ball und das erste Foul von Mai. Und gleich mal eine gelbe Karte für den Sechser von Eintracht Braunschweig. Und wir mit der Standardsituation, Green versucht ihn querzulegen. Kommt aber nicht durch. Ganz schwach geklärt. Weise nochmal Green hintenrum. Und oben wartet Schwarz. Schwarz hat die Pille. Green läuft ein. Ja, aber noch keinen Abschluss hier in den ersten Minuten. Schwarz auf Schwarz. Schwarz weiter für Ludwig Weise im 16er. Das ist ganz gefährlich. Aber Eintracht Braunschweig kriegt es gerade so am Rande der Legalität noch geklärt. Schwarz setzt aber extrem stark nach. Jetzt vielleicht der Ball in die Mitte. Da wartet Ludwig Weise und Fesic. Das erste Mal am Ball. Sehr stark pariert
vom Torhüter von Eintracht Braunschweig. Die Ecke kommt rein auf Schwarz, Bruno Schwarz, unser Top-Torschütze, glaube ich. Bergmann nochmal, hinten wartet Valakari. Da kommt der Ball nicht durch. Abwehrchef Grüne behauptet nochmal Ndiaye. Bergmann oben für Green. Green zieht mit Tempo rein, legt zurück auf Weise. Und der nächste Abschluss geblockt vom Verteidiger. Boah, und der erste Abschluss. Oh mein Gott, haben wir da Glück. Erste Chance über Jari Otto, durchgesteckt auf Girt. Der scheitert dann irgendwie an Reckert und ja, Jari Otto dann im Nachschuss unter Bedrängnis und schiebt das Ding dann am leeren Tor vorbei. Riesenglück für uns in dieser Szene, das hätte die Führung für die Hausherren sein müssen. Und so geht es in die andere Richtung, Valakari auf Ndiaye. Wenn sich Ndiaye da durchsetzt, dann ist es ein Traumtor. Weise für Valakari. Kriegt der Finne noch für Schwarz. Schwarz weiter für Green und da kommt Bergmann mit nach vorne. Abschluss vom Kapitän mit der Nummer 9 nach knapp 30 Minuten. Wir sind die leicht dominante Mannschaft, aber wenn es um Derby passiert, immer alles sehr überraschend dann doch am Ende. Nächste Offensivszene der Eintracht. Schuss von Girt geblockt. Vielleicht die Konterchance. Nein, direkt wieder der Ball bei Braunschweig. Und diesmal ist es Schäfer, der da Girt am Abschluss hindert. Oder am Querpass, was auch immer. Auf jeden Fall bleiben die Braunschweiger jetzt dran. Jetzt hat Reckert den Ball mal. Und jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Ruhe rein. Boah, nächstes Foul. Das muss wieder gelb geben. Zweite gelbe Karte der Partie. Ja, 140. Minute. Das sieht man selten in FIFA. Oh mein Gott, Hilfe. Riesenfehler. Ich wollte mit Schäfer den Ball einfach nur wegkloppen. Aber der hatte irgendwie kein Interesse daran. Und dann, ja, war Braunschweig plötzlich bei uns direkt vor Reckert. Reckert pariert aber super. Und somit geht's hier im Derby mit 0-0 in die Pause. Ndiaye, super Ball auf Valakari zum Beginn von Durchgang 2. Die Flanke war auch nicht schlecht, aber spektakulär geklärt von Braunschweig. Und Braunschweig auch mit der ersten Offensivszene hier in Durchgang 2. Gefährlich. Aber Grüne ist da. Grüne, weg damit. Weise. Bergmann, jetzt mal über den Flügel, Bergmann, hinten wartet Valakari, die Flanke ist etwas zu lang zurückgelegt, Weise, der Abschluss, abgefälscht und Fesic dann im Tor, lenkt ihn über den Querball in die Ecke, darauf, bringt leider erstmal gar nichts ein, aber im zweiten Versuch, Weise probiert es mit der Schussfinte, kann sich nicht durchsetzen. Nochmal schlecht geklärt. Und da ist Bruno Schwarz im 16er. Und das ist immer brandgefährlich. Wie das ist Fesic, der super pariert. Green. Konterchance. Weise. Und Bruno Schwarz mit der Riesenchance. Ab ins kurze Eck damit. Und die Führung für den FC Hafen City in der 68. Spielminute. Gehen wir hier verdientermaßen in Führung. Es ist okay. Ich glaube, man hat schon gesehen, auch als Zuschauer, dass hier mehr Chancen auf jeden Fall auf unserer Seite waren. Dementsprechend, ja, jetzt auch der Führungstreffer durch Bruno Schwarz nach guter Vorarbeit über Green und Weise. Und dann setzt er sich dagegen seinen Gegenspieler erst körperlich gut durch und dann ins kurze Eck. Da kann auch Fesic dieses Mal nichts machen. Green eben noch das Tor eingeleitet, jetzt geht er runter für einen jungen, neuen, frischen Spieler. Maxim Stein kommt das erste Mal rauf, der Mann mit der Nummer 17 übernimmt die rechte Seite. Als Linksfuß bietet er uns da natürlich nochmal etwas mehr Variabilität und ja, ich bin sehr gespannt, wie er hier sein erstes Spiel gestalten wird. Von, ja, nicht von Beginn an, sondern von der Bank kommend hat er jetzt noch gut 20 Minuten, um sich zu beweisen. Erstmal aber kommen die Gastgeber wieder in unseren 16er. Und jetzt haben wir hier gleich den ersten Ballkontakt von Maxim Stein. Holt einen Einwurf raus und auch wechselt bei Braunschweig. Und zwar geht Girt und ich glaube, ein weiterer Ex-Kieler kommt. Lauberbach könnte das sein. Nee, es ist Müller. Okay, dann habe ich Quatsch erzählt. Alles gut. Müller jetzt also rein für Ex-Kieler Girt. Und da haben wir Stein gleich mal, der hier ordentlich aufdreht. Versucht den Ball raus auf Schwarz. Schwarz kriegt das Ding im Nachfassen und bringt die Flanke auf seinen Namensvetter Bruno Schwarz.
Der köpft aber leider weiter am Tor vorbei. Oh, und da ist Müller. Boah, super gespielt über Mai. Mehrere Stationen und dann ist es Reckert, der da mal super pariert. Ihorst geht auch noch unter der Ex-Bremer. Edvardsen kommt rein, gibt den Eckball. Standardsituation ein probates Mittel in der dritten Liga. Das wissen wir nur allzu gut. Und sie bleiben dran. Nochmal die Abschlusschancen, dann legt er quer, Reckert. Oh mein Gott, nochmal drüber. Das musste ein Tor sein. Das musste ein Tor sein. Alles. Also Pfosten drüber geblockt. Da war alles drin. 8 Minuten vor dem Ende. Also fast der Ausgleichstreffer. Wir wechseln nochmal zweimal. Wilk und Siegmund rein für Bergmann und Schwarz. Nochmal zwei Routiniers rein. Ja, obwohl Wilk ist sogar jünger, glaube ich, als Bruno Schwarz. Aber er sieht immer so alt aus mit seinem Bart da. Sein Vollbart. Der polnische Stürmer der Drittliga Lewandowski kommt von der Bank und das muss eigentlich auch gelb sein, dieses Foul an Maxim Stein. Weise auf Stein, der 16-Jährige auf den 17-Jährigen und der macht das richtig gut. Das war eine starke Szene. Starke Szene von Maxim. Also, der hat auch eine gewisse Spritzigkeit, die er mitbringt, genauso wie es einst, Weise getan hat. Gibt es sogar Ecke, das gibt sogar Ecke. Fehlsetz war noch dran, das war ja dann mal richtig, richtig stark. Alakari schlägt das Ding rein. Die Ecke bringt aber nichts ein. Stein kämpft. Der Mann ist stark und spielt ihn quer und Wilk haut ihn rein. 2-0 die Entscheidung in der 89. Derby-Sieger, hey. Hey, let's go. Wir gewinnen hier heute. Und das auch dank Maxim Stein. Also, guter Call in den Kommentaren gewesen, weil das hier, das ist sein Verdienst. Das ist 100% sein Verdienst. Dann legt er ihn quer und Wilk. Das ist halt ein Stürmer der alten Schule. Der guckt da nicht sich den Torwart aus oder so. Der kloppt einfach voll rauf und es geht bei ihm nun mal meistens gut. Und somit gewinnen wir am Ende dieses Derby gegen Eintracht Braunschweig mit 0-2 auswärts. Das ist ein super Spiel gewesen, ein super Debüt von Maxim Stein. Da kann ich mich nur wiederholen. Und alles in allem eine sehr gute Mannschaftsleistung. Aber dieser Mann hier mit der Nummer 17, der hat eine ganze Menge drauf. Ich bin sehr gespannt auf die Zukunft mit ihm. Er hat definitiv das Potenzial zum Stammspieler. Und ob er vielleicht bis ganz zum Ende der Karriere bleibt, das wird sich noch zeigen. Aber super Spiel, oder? Super Spiel. 0-2 gewonnen auswärts. Kein Gegentor kassiert, 2 Tore gemacht. Also darüber kann man ja hochzufrieden sein. Zufrieden können wir auch sein über die Entwicklung von Brandt. Der wird jetzt zum rechten Mittelfeldspieler. Ist damit noch ein bisschen besser für unser System geeignet, weil wir ja nicht mit klassischen Flügelspielern spielen. Und Brandt ist ja durchaus auch einer, der, wenn er 16 ist, auf dieser rechten Position spielen kann, wo jetzt Maxim Stein wahrscheinlich erstmal spielen wird. Erstmal halt, weil aus der Jugend gerne was nachkommt. Und René Schulte ist ja auch einer, der sehr, sehr interessant ist. Problem hier, er hat keinen Wert, der überragend ist. Er wird Zehner sein bei uns, ja. Ich sehe ihn auf der Zehner-Position, aber aktuell spielen wir halt noch mit diesem Zweiersturm. Nächste Saison kann ich mir aber gut vorstellen, dass der bei uns eine Rolle spielen kann. Wieder einmal ein Transferangebot für Hahnhai, den mal wieder hier zwischendurch. Ich mache wie immer das übliche 150.000, wollen sie nicht, dann gehe ich jetzt auf 130 und auch das werden sie wahrscheinlich nicht bezahlen wollen. Sie bleiben aber drin, komm, für so viel Ehrgeiz mache ich ein Freundschaftsangebot, 120.000, nee, das klappt nicht. Naja, egal. Oh, und viele weitere Jugendspieler haben sich umtrainiert. Das gucken wir uns auf jeden Fall an, weil das ist immer sehr interessant, weil das bringt ja sehr, sehr viel in diesem Jahr, wenn man die Spieler umtrainiert. So, Toni Wager wird zum rechten Verteidiger. 52 vorher, jetzt, einer immer noch 52, aber dennoch ordentlich, muss man sagen. Dann haben wir Niklas Bruhn, ein Däne, wird zum zum ZOM. Ja, das könnte was bringen, genau. Geht um ganze 4 hoch, von 49 auf 53, sehr schön. Dann haben wir Leonard Hase, der wird zum Mittelstürmer. Das könnte interessant sein. Leider nur 2 hoch. Aber okay, René Böhm haben wir dann noch. Der wird auch zum Stürmer, auch nur um 2 hoch, aber ist erst 15, ist okay. Und dann haben wir hier einen sehr interessanten Mann mit Milan Thomas vom Stürmer zum rechten Flügel. Okay, mal gucken.
Let's go. Richtig, richtig starke Verbesserung. Der nächste, den wir sofort hochziehen könnten eigentlich. Und wieder einer, der für die rechte Seite in Frage käme. Genau da, wo Maxim Stein jetzt so ein bisschen spielen soll. Also, ja, wir haben so ein bisschen die Qual der Wahl. Der Mann sieht schon echt ziemlich gut aus. Ich denke aber, wir werden ihn jetzt noch ein bisschen in der Jugendmannschaft lassen. Können wir auch mal gucken, ob wir ihn vielleicht noch auf irgendeine andere Position bringen könnten. Ja, wir könnten ihn natürlich jetzt hier für 12 Wochen zum richtigen RM machen. Dann probieren wir das mal. 12 Wochen, der wird eh erst in der neuen Saison dann hochgezogen, weil wir jetzt natürlich auf Maxim Stein setzen wollen. Und ja, das auch im nächsten Spiel gegen Meppen, direkter Tabellennachbar. Wichtiges Duell in der Hafenbucht. Es geht gegen den direkten Tabellennachbar. 11. gegen 10. ist es, glaube ich, aktuell. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und heute mit einem Startelf. Dubitanten. Unvergessliche Saison, ganz nebenbei bei Bruno Schwarz, zuletzt ja auch wieder ein Tor gemacht im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Bei ihm läuft und läuft es einfach. Ich glaube, Top-Torschütze aktuell auch in der Liga mit einem weiteren Spieler und ja, macht seinen Job. Wer auch seinen Job im letzten Spiel gemacht hat, ist Maxim Stein, der Mann mit der Nummer 17, der 17-Jährige steht heute anstelle von Steven Green in der Startformation auf der rechten Seite. Mal gucken, was es wird. Ansonsten die gleiche Startelf wie gegen Braunschweig, aber mit eben einer vielleicht entscheidenden Veränderung. Der nächste Jungspund, der ran darf, und das ist ja auch das Ziel in den nächsten Jahren, dass immer weiter, immer mehr junge Spieler bei uns, ja, aus der Jugendmannschaft hochkommen und dann den Durchbruch bei uns schaffen. Je eher sie es schaffen in der Karriere, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie richtig lange hier bleiben und auch richtig, richtig stark werden. Bei Meppen muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich kaum einen. Hemlein hat man schon mal gehört, ansonsten, ja, es sind fast alle Neuland für mich hier. Aber das heißt ja nicht, dass sie schlecht sind und ihr Tabellenplatz sagt ja, dass sie auf jeden Fall mit auf Augenhöhe mit uns aktuell sind. So langer Ball in Richtung von Ludwig Weise, das sind seine Szenen, die er kann. Verteidiger ist aber auch nicht so ganz langsam. Ah, dann ist es einer zu viel gewesen, oben die Tabellenspitze. Osnabrück auf der 1 kann uns relativ egal sein. Damit haben wir in dieser Saison noch eigentlich gar nichts zu tun. Stein prallt hier förmlich an Brüning, ist es glaube ich gewesen, ab. Also, ja, neue Erfahrung für den 17-Jährigen. Bakari, Stein, super. Das ist eigentlich eine Riesenchance. Ganz unten wäre Stein gewesen. Das war natürlich Schwarz, der vorher das Ganze da vorgearbeitet hatte, zusammen mit Fischer, unserem Linksverteidiger war es, glaube ich. Valakari, Fischer wieder mit dabei, da hat er den Ball. Fischer kann in die Mitte ziehen, Schwarz, diesmal macht er es selbst. Auch eher gefährlich. Ndiaye probiert es mal aus der zweiten Reihe und dann kommt er glücklich zu Weise, war aber auch abseits. Weise, jetzt müsste Schwarz mitmachen. Da ist Schwarz. Bruno Schwarz, seine Szenen und die Führung. Sehr früh im zweiten Durchgang ist es das Tor für den FC Hafen City. Let's go. Let's go, die Führung. Und es war wieder Stein, der daran beteiligt war. Ja, Vorlage am Ende von Weise. Aber Stein ist es, der den Ball holt, dann auf Weise weiterspielt. Und dann Weise auf Schwarz. Und Schwarz ist halt einfach ein Killer vor dem Tor. Oh, Meppen! Pfosten! Der hätte auch bis nach Meppen fliegen können, der Ball. Wäre ja nicht gegen den Pfosten geflogen. Riesenglück für uns. Wieder haben wir Aluminiumglück. Wie schon gegen Braunschweig. Also glückliche Folge bis hierhin. Und im Konter sind wir gut dabei. Und dann, ja, es ist ein schlaues Foul. Es ist einfach ein schlaues Foul von da. Also, das wäre sonst richtig gefährlich gewesen. Schlau von Ballmert, den da wegzumachen. Wir wechseln jetzt aber erstmal. Das Startelfdebüt von Stein ist beendet. Richter kommt rein. Stein hatte gute Aktionen, aber auch einige, wirklich einige Fehler dabei. Richter kommt jetzt rein. Seine Körperlichkeit ist einfach jetzt heute hier gefragt, weil das wird ein Kampfsieg werden hier heute, wenn wir 3 Punkte mitnehmen wollen. Bergmann und hinten wartet Weise. Ball kommt nicht ganz durch, Schäfer muss aufpassen, aber die Konterabsicherung, die steht klasse. Oh, die Flanke, die müssen wir haben. Bergmann ist zum Glück da und jetzt vielleicht ja wieder eine Konterchance. Valakari, Ndiaye, der heute irgendwie mehr offensiv mitspielt als Bergmann, der sonst immer den Offensivpart macht.
Schwarz ist es jetzt wieder in guter Position. Schwarz probiert es einfach. Hätte vielleicht auch den rechten nehmen können. Weiß ich nicht, ob er den jetzt mit links machen musste. Aber okay, wir halten, mappen weiterhin auf Trab. Und das ist fast schon wichtiger. Die Ecke wieder auf Schwarz. Und fast noch der zweite Ball. Gibt aber nochmal Ecke. War wohl noch abgefälscht. Wieder Bergmann haut das Ding rein auf Valakari. Der Finne. Oh, der ist drin. Der ist drin. Irgendwie geht er rein. 2-0. Die Hafenbucht. Sie jubelt. Denn Valakaris Kopfball geht irgendwie am Ende über die Linie. Ich weiß nicht wie. Ich weiß wirklich nicht wie. Aber am Ende ist die Pille hinter der Linie. Gucken wir rauf. Bergmann. Dann Valakari, der etwas zu frei steht. Und dann kriege ich... Oh, ist das bitter. Der Mann am langen Pfosten. Das wird wohl als Eigentor sehen. Das ist Ballmert oder wie der hieß, der vorhin die gelbe Karte gezogen hatte. Schlägt gegen den Pfosten. Es ist ein Eigentor vom, ja, vom Unglücksrahmen hier heute. Tritt da einfach gegen den Pfosten, kann den Ball nicht klären. Das tut schon ein bisschen weh. Damit sollten hier eigentlich klare Verhältnisse geschafft worden sein. Bergmann hätte hier nochmal einen nachlegen können. Super pariert vom Keeper. Weise. Richter. Oh, nächstes hartes Haul, aber gute Position. Das müsste die nächste Karte sein in dieser Partie. Also wenn das nicht gelb ist, dann weiß ich auch nicht. Und es gibt wohl auch hier die gelbe Karte für Blacher. Für uns die Chance nochmal zweimal zu wechseln. Will kommt wieder rein und Baumann dieses Mal für Schwarz und Schäfer hier vor diesem, ja doch eigentlich aussichtsreichen Freistoß. Eine Sache für Kapitän Bergmann, wie ich finde. Der Mann haut das Ding rauf. Knapp daneben ist auch vorbei. Weg. Oh, das ist ein guter Ball für Weise. Kriegt den ganz knapp nicht. Dennoch laufen hier die letzten Minütchen. Und es sollte wieder reichen für einen zu Null Erfolg. Das ist besonders schön, wie ich persönlich finde, dass die Abwehr mittlerweile auch einigermaßen steht. Richter. Wenn er den quer kriegt auf Wilk, dann ist es nochmal hier ein Tor. So, gibt es noch einmal den Eckball, den wir hier auf Weise probieren. Der ist nicht schlecht, aber zwei Eckballtore in einem Spiel. Das wäre dann doch, ja, zu viel des Guten. Also da hätten wir das Glück dann auch irgendwann überstrapaziert. Muss man mal einfach so gesagt haben. Nochmal haben wir hier eine Chance. Und jetzt sollte dann in wenigen Sekunden Schluss sein. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der heutigen Leistung der Mannschaft. Wie gegen Braunschweig war es ein souveräner Auftritt. Hinten wie vorne. Und jetzt kann man mal abpfeifen. Jawohl. 2-0 gewinnen wir gegen direkten Tabellennachbar gegen Meppen. Ja, und ich bin echt etwas überrascht über diesen klaren Sieg. 10-2 Schüsse. Das war eine sausouveräne Leistung zu Hause. Also, wie gesagt, zum Beginn der Partie haben die besser gespielt als Braunschweig. Am Ende muss man sagen, war Braunschweig dann doch ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht krass besser. Aber damit springen wir aktuell auf den Tabellenplatz Nummer 8, was schon mal richtig, richtig krass ist. Und wenn man unsere Tore und Gegentore-Statistik anguckt, dann merkt man, dass wir hier in FIFA sind. 55-51. Ja, genau, wir haben einfach die beste Offensive, gleichzeitig aber auch die schlechteste Defensive. Perfekt. Ah, die beiden Watanabes wurden gescoutet. Ja, sehen beide interessant aus. Könnte man sie kaufen? Also könnten wir uns die leisten? Würde ich sie kaufen, aber das mit dem Leisten ist so eine Sache. Jetzt spielen wir noch zum Abschluss dieser Folge gegen Viktoria Berlin. Und dann würde ich eigentlich gerne noch in dieser Folge einen Vorvertrag abschließen, wenn wir das hinbekommen. Jetzt aber erstmal rein gegen Viktoria und ich denke, wir werden Green reinpacken, einfach weil er, ne, wir packen Richter, glaube ich, gleich rein, weil Richter natürlich das beste Gesamtrating hat und das Rating ist das Wichtigste. Wir spielen gegen den 18., also den drittletzten der Liga. Ja, mal gucken. Das könnten wir durchaus schaffen in der normalen Simulation. Auf jeden Fall richtig cool, dass die Trikots hier sehr gut zu unterscheiden sind, also das ist schon gut gemacht. Ist mir aber völlig egal, denn wir führen mit 1-0 Ludwig Weiß in der 6. Minute. Auch wenn ich keine Ahnung habe, welche Trikots uns gehören und welche dem Gegner. Pause. Ey, wir haben, glaube ich, 3-mal oder 4-mal Aluminium getroffen. Ist eigentlich eine sehr interessante Partie, aber ich zeige euch nichts, weil es einfach nicht zu unterscheiden ist. Wir gehen rein in die 2:45. Wir sind die hochdominante Mannschaft. Die Berliner hatten zwar eine Riesenchance, die konnte Reckert aber parieren.
im 1 gegen 0. Und ja, ich hoffe, wir fangen jetzt mal an, auch zwischen das Aluminium wieder zu treffen und nicht nur direkt aufs Aluminium. Ja, das ist das 2-0. NDAJ. Wir haben mittlerweile zweimal gewechselt. Stein ist reingekommen als Stürmer für Green, für Schwarz. Noch Green ist drin für Richter und NDAJ macht jetzt hier das 2-0 und damit sollte das Ding ja auch gegessen sein. Ich denke, ich werde dann gleich noch irgendwie, ja, Hahnheide werde ich gleich mal reinwerfen. Oh, den hätte weise machen müssen. Jetzt schmeiße ich hier Hahnheide mal rein. Vielleicht kann er seinen Marktwert dadurch ja mal ein bisschen nach oben pushen. Das hier sieht aber nach einer klaren Nummer heute für uns aus. Das ist wirklich krass. Gerade nochmal ein Lattentreffer von Weise. Ihr seht es, 11 zu 2 Schüsse. Und zum dritten Mal in Folge 0 zu 2 gewonnen. Perfekt. Also besser kann es nicht laufen. Bis jetzt waren wir die glücklichste Mannschaft in der Folge. Jetzt heute hatten wir ein bisschen Pech. Aber waren einfach so viel besser als Berlin, dass wir dennoch mit 0 zu 2 hier heute als Sieger vom Platz gehen können. Stein schien auch ein echt stabiles Spiel noch als Stürmer gemacht haben. 6,9er an Bewertung, dafür, dass er, glaube ich, keinen Scorepunkt hatte. Das ist ganz gut. Und ja, wir gehen jetzt am Ende des Monats. Ist ja der Februar, der ist ja ein bisschen kürzer. Und wollen dann jetzt eigentlich noch einen Spieler verpflichten. Und zwar einen per Vorvertrag. Klar ist, sie kommen natürlich immer wieder neue rein, aber ich habe ja schon meinen Favorit, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Der Rechtsverteidiger, der gefiel mir schon echt gut. Moin Dominik Schmidt, Kiel-Legende. Ja, der Rechtsverteidiger, der war schon echt, wie ich fand, sehr, sehr interessant, weil er einfach, ja, sehr schnell bei uns in der ersten Elf sein wird. Er ist 23, hat eine 58, unser aktueller Rechtsverteidiger hat eine 59 und ist 27, also der wäre sofort Stammspieler, der wäre eigentlich sofort Stammspieler, hat einen Marktwert von wie viel, 400.000 ungefähr, will ich jetzt nur noch mal mit dem, den wir aktuell scouten, vergleichen mit dem Christopher Theisen, der hat 250, der wird deutlich schlechter sein, ist schon 28. Hier hatten wir natürlich jetzt auch nochmal einen, der ist 25. Sieht doch ganz interessant aus, glaube ich, aber ich will jetzt hier den Deal fix machen. Und ja, Emmanuel Leons Guardio soll es werden. Also bitten wir den Mann mal mit seinem Berater hier in unser beschauliches Büro in Hamburg. Ja, mal gucken, ob wir den Mann hier überzeugen können. Ich bin mal gespannt, was er für eine Kaderrolle will. Ich sage einfach mal Rotation. Mal gucken, was er dazu sagt. Ob er wichtig sein wird. Ich hätte da jetzt kein Problem mit. Er will wichtig sein. Das ist völlig in Ordnung für uns. Damit können wir durchaus leben. Langfristiger Vertrag. Wir können ihn 5 Jahre in den Verein binden. Dann ist er 28 und dann wird er wahrscheinlich nicht mehr auf dem Niveau sein, was wir brauchen dann. Also, das machen wir so. Keine Freigabesumme, ein lächerliches Gehalt. Da nehmen wir den Bonus raus, weil der ist uns zu teuer. Und dann würde ich ganz gerne hier, ja, ich glaube, wir machen ohne Einstiegsbonus und dafür kriegt er ein etwas besseres Gehalt. 850, das passt. Mein Klient hatte zwar andere Vorstellungen, aber er möchte sich ihrem Verein anschließen. Und nimmt somit den Gehaltsvorschlag an. Wunderbar. Ein neuer Spieler für uns, der ab dem nächsten Sommer dann ja hier in Hamburg beim FC Hafen City spielen wird. Ja, ich freue mich auf ihn. Das ist aber nicht das Letzte, was wir in dieser Folge tun müssen. Und zwar haben wir noch eine Sache zu tun, nämlich uns um die Jugendmannschaft kümmern. Erstmal gucken wir uns die aktuelle an. Da haben wir immer noch ein Thema. Anton Wolf, sehr interessanter Mann im Tor. Mal gucken. Der könnte auch durchaus bald hochgezogen werden. Er ist halt schon 18. Nur in Klammern 4 Gesamtrating schlechter als Reckert und Reckert ist nicht so immer überzeugend gewesen, auch wenn er heute eine sehr gute Folge hatte und er ist halt 1,95, also ich finde den Mann schon richtig, richtig interessant, auf den werden wir weiter achten, hat auch gerade einen Entwicklungsband, damit er möglichst schnell noch vom Rating hochgeht, hier der ist aber noch ein bisschen kürzer, dann nehmen wir den. Ja, und ansonsten viele, viele interessante Spieler, habe ich ja schon gesagt, auch einige, die es wahrscheinlich nicht schaffen werden, zum Beispiel ein Hase, ein Böhm oder ein Brink, das Gesamtrating ist halt echt schlecht, genauso wie bei Hendrik Prott, aber die sind halt auch noch relativ jung, das kann halt alles auch noch recht schnell gehen dann plötzlich. Und damit gucken wir uns jetzt nochmal unsere Noah Madsen, Megatalent, let's go. 900.000 Mark wert, das ist ja der Wahnsinn. Der ist auch gut. Aaron Schäfer, super. Ey, das ist ja nochmal ein richtig starker Scouting-Feed. Jonas Scheibe,
ja, der könnte halt auch ganz gut sein. Ich nehme ihn jetzt mit. Und auch Adrian Schröder. Ich nehme die einfach mal mit, weil wirklich was zu verlieren haben wir nicht. Aber der Däne, der war richtig stark. Der Däne, der war richtig stark. Hier ist er. Oh mein Gott, er ist auch rechter Mittelfeldspieler. Digga, er ist halt erst 15, aber er ist saugut. Er ist saugut. Der wird, wenn er 16 ist, eine 60 haben. Wenn er 16 ist, eine 60 haben, so. Wir können ihn auch zum ZM machen. Oder zu ZOM. Ja, ZOM sehe ich jetzt nicht so bei ihm. Er ist schon eher ein Flügelspieler. Ich will ihn auch auf dem Flügel haben. Däne. Noah Madsen. Sieht wirklich krass aus. Sieht wirklich krass aus. Also der ist richtig, richtig gut. So, wen hatten wir noch hochgezogen? Aaron Schäfer. Stabil. Wirklich stabil. Linksverteidiger. Dort sehe ich ihn auch. Hat gute Physiswerte, aber ist zu klein für die Innenverteidigung. Dann haben wir Jonas Scheibe. Der ist auch ganz okay. Wäre auch ein Linksverteidiger. Und dann hatten wir noch den Adrian Schröder hochgezogen. Ja, der sieht jetzt erstmal nicht so vielversprechend aus. Den werden wir mal umtrainieren zum 10er. Dann wird er vielleicht ein bisschen vom Rating hochgehen. Aber so richtig interessant ist der jetzt nicht. Aber wie gesagt, der Däne hier, der Noah Madsen, der wird auf jeden Fall eines Tages bei uns mal in der ersten Mannschaft spielen. Da bin ich mir sicher. Und somit war es ein super Abschluss auf einer super Folge. Mir hat sehr viel Spaß heute gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn das der Fall sein sollte, lasst gerne einen Daumen da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Sachen der MyTeam-Karriere hier mit dem FC Hafen City oder der Spielerkarriere mit Louis Eboué, der Formel 1-Karriere oder der Arsenal-Karriere in PES. Also, ihr habt alles hier auf dem Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Macht es gut und tschüss.